Hallo zusammen, Zeit mal wieder für eine kleine Skatgeschichte. Folgende Verteilung und die daraus resultierende ganz interessante Partie hat sich vor einigen Tagen beim Online-Skat zugetragen. Ich saß mit dieser für sich erstmal noch nicht besonders spektakulären Karte in Mittelhand. Und was da dann passiert ist, das schauen wir uns gleich an. Bevor wir dazu kommen, nochmal ein wenig Werbung in eigener Sache. Es geht ja auch auf Weihnachten zu. Ihr seid hoffentlich schon dabei, die Adventskalender zu bestücken. Und ich habe auch ein paar kleine Wünsche. Und zwar würde ich mich wirklich riesig freuen, wenn der ein oder andere von euch sich noch entschließen könnte, mich zu unterstützen auf Patreon mit einem monatlichen Obolus. Die Seite ist seit einiger Zeit jetzt auch auf Deutsch erreichbar. Ich habe meinen Account auf Euro umgestellt, also nicht mehr irgendwas Fremdes, Englisches in Dollar, sondern ihr könnt mich hier ganz ehrlich mit einem Monatsbeitrag unterstützen. Knapp 40 Unterstützer habe ich schon, bei denen sage ich herzlichen Dank und will an der Stelle dann auch gleich nochmal erwähnen: Stefan Kriesen, Lars Thormann und Hauke Krohn haben dem letzt einmal zugeschlagen und das weiß ich sehr zu schätzen. Herzlichen Dank dafür an alle, die sich bisher noch nicht überwinden konnten. Ich glaube, da geht noch ein bisschen was. Ich tue sehr viel für den Skat. Ich investiere viel Zeit, um den Skatsport voranzubringen und freue mich da über entsprechende Anerkennung. So, dann schauen wir mal in die Partie. Also, ich in Mittelhand habe natürlich sofort gepasst. Hinterhand bietet 18, wird Besitzer, schaut in den Skat, drückt und annonciert Karo. Mein Partner öffnet das Spiel mit der Kreuz 8. Und jetzt die Frage in die Runde: Welche Karte legt ihr darauf? Habt ihr schon eine Idee, wie der weitere Spielverlauf aussehen könnte und warum? Allzu viel ist ja noch nicht klar und potenziell gibt es erstmal drei mögliche Karten. Ich sag mal so, ich denke, die meisten Skatspieler werden hier schon mit dem Ass raufgehen. Vielleicht auch, weil sie nur einen Trumpf haben, nur mit der Dame. Ich habe irgendwie eine andere Idee gehabt und habe einen relativ ungewöhnlichen Zug gespielt, die Kreuz 7. Ja, und das brachte mir dann auch einiges an Kritik ein. Schauen wir mal an, was passierte. Alleinspieler nimmt die Kreuz 10. Ja. Siehst du, schon passiert. Dann wurden erstmal ein paar Trümpfe gezogen. Bube von oben, Trumpf Lusche von mir, auch die Lusche natürlich bedient. Danach kam der Herzbube von meinem Partner, Karo Bube. Ich habe keinen Trumpf mehr. Sehe hier schon, oh je, Pik Bube wird auch noch beim Alleinspieler sein. So ist es auch. Pik Bube, Trumpf 10 geht rein, von mir Herz 8. Und jetzt macht zumindest hier das Trumpf Ass einen Stich. Das ist ja hier die gute Nachricht. Ja, nochmal Frage, was sollen wir jetzt machen? Na gut, ich denke, jetzt, wo das Kind in den Brunnen gefallen ist, kann man auch mal ein volles legen. Pik Ass rein. Ja, mein Partner hat dann auch direkt versucht, noch zu retten, was zu retten ist. Pik 10 hinterher. Das war aber kein Treffer. Alleinspieler stach. Spielte jetzt Herz Dame raus und mein Partner im Versuch zu retten, was zu retten war, schnippelt hier, kriegt von mir die Lusche natürlich mit, zieht das Ass hinterher. Ich kreuz Dame rein, Alleinspieler, hatte aber die Herz 10 tatsächlich gedrückt, stach hier mit der Trumpf Dame und jetzt haben wir zwar die letzten beiden Stiche gemacht mit Kreuz Lusche König, aber mein Partner hatte nichts mehr mitgebracht und diese beiden Stiche haben bei weitem nicht gereicht. Ja, und dann hieß es natürlich im Anschluss: Mensch, nee, das gibt's doch gar nicht. Wieso bist du da nicht raufgegangen mit dem Kreuz Ass? Da konnte mein Partner irgendwie gar nicht mit rechnen und ja, mir wurden Vorwürfe gemacht und dann ja, Frage in die Runde: Wie berechtigt sind diese Vorwürfe eigentlich? Schauen wir uns doch einfach die Partie nochmal in der gesamten Verteilung an. So, da haben wir das ganze Ding. Alleinspieler hat also einen Sechstrümpfer mit rein. Im Prinzip, so viel Feuer ist da gar nicht dahinter. Außer die drei alten Buben sieht das doch relativ bescheiden aus. Gar kein Ass. Na klar, sechs Trumpf gewählt, 13 Augen gedrückt, ganz normal und Kreuz 10, König 9 an der Seite. So, mein Partner im Aufspiel hat vier Trumpf dagegen mit beiden Trumpf vollen, ist aber natürlich bei 18er Reizung
auch zu vermuten und bei den Karten, die er sonst noch hat, dass da die drei Buben stehen könnten, dass also gar nicht beide Trumpfvollen nach Hause gehen. Ja, sein Aufschlag ist, denke ich, vertretbar, ne? Auch auf den langen Weg eine kurze Farbe, denn in Pik kann er zum Beispiel auch mein Ass rauslocken und auch was verkehrt machen. Also ich bin ein Freund vom blanken Ausspiel, auch wenn vier Trümpfe dagegen sitzen. Im Idealfall mit offener, bekannter Verteilung wäre natürlich Herz Ass die richtige Idee, aber mit verdeckten Karten. Kommt jetzt also die Kreuz 8. Ja, und jetzt kommt hier eben meine Überlegung. Ja, wenn ich eben mehr Trümpfe hätte, wenn ich ein trumpfstarker Spieler wäre hier mit 3-4 Trümpfen, dann würde ich auf jeden Fall das Ass nehmen mit der Idee, danach die Dame nachzuspielen, wenn das Ass heimgeht, damit mein Partner stechen kann. Denn natürlich ist meine Arbeitshypothese erstmal, die Kreuz 8, die könnte ja blank sein. Ich gehe sogar davon aus, auf den langen Weg, und auch wo ich jetzt nur einen Trumpf habe, gehe ich immer noch davon aus, dass diese Kreuz 8 blank ist. Natürlich gibt es auch andere Konstellationen, ne? Wenn zum Beispiel der Alleinspieler mit der blanken Kreuz 10 da sitzt, dann wäre sicher Kreuz Ass die einzig richtige Karte. Aber wie wahrscheinlich ist das bei 18, dass er so ein schwaches Spiel hat, dass er mit einer blanken 10 daran rumhampeln muss? Auch jede andere blanke Kreuzkarte wäre natürlich dann der ideale Aufschlag hier mit dem Kreuz Ass. Aber warum hat mein Partner die Kreuz 8 aufgespielt? Wenn er die Farbe etwas länger hätte, dann würde er, glaube ich, eher ein bisschen höher antanzen. 8, 9, 10 wäre natürlich auch eine Idee. Dann allerdings ist der König sicher gedrückt. Also ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass das Kreuz Ass, auch wenn es potenziell möglich ist, hier die ideale Karte ist. Gerade wo wir auch nur einen Trumpf haben, die Dame ist so ein bisschen fauler Kompromiss, ne? Kann man natürlich auch legen, aber gerade gegen diese Verteilung, und diese Verteilung habe ich so ein bisschen vorhergesehen, wenn das Ding blank war, dann ist es gar nicht so gut, jetzt darauf zu gehen. Denn natürlich fällt dann die Kreuz Lusche und der Alleinspieler lacht sich quasi kaputt. Danach Kreuz Dame, König, Abstich. Ein Trumpfstich ist dann auch eliminiert. Wir haben dann wirklich das Minimum auf Kreuz rausgeholt und der Alleinspieler gewinnt dann das Spiel völlig problemlos. Also ich habe mir schon gedacht, Mensch, wenn das Ding blank ist, dann ist doch mal die Kreuz 7 die perfekte Karte aus Mittelhand. Wenn du eben schon so das übliche Spiel, 6 Trumpf, ein Drilling in Kreuz jetzt und eine blanke Karte rechnest, ohne nun ganz genau zu wissen, wie die Trümpfe stehen, dann war das genau meine Idee. Ich tauche hier unter und ja, wenn jetzt der Alleinspieler gar kein Kreuz hat, ne, kann ja auch sein, dann sieht das schon peinlich aus. Und deswegen ist das auch ein Zug, der ein bisschen Selbstvertrauen und ein bisschen Mut erfordert. Aber jetzt hat der Alleinspieler plötzlich eine schwere Entscheidung, ne, könnte man sagen. Also er kann hier mit der 9 rausnehmen, um noch einen Kreuzstich mehr zu machen. Dann allerdings gefährdet er wieder die 10. Und so gesehen hat er lieber hier erstmal die Augen mitgenommen, im guten Glauben, dass die Sache damit für ihn schon gut ausgehen wird. Und das war ja auch der Fall. Es steht so ein bisschen auf dem Stich schon drauf, dass Trumpf auch unrund sitzen könnte, ne? So, aber er nimmt nun raus, zieht also Trumpf. Zog ein weiteres Mal Trumpf. Von mir die erste Herzlusche. Zog ein drittes Mal Trumpf. Trumpf 10 musste leider den Weg in die ewigen Trumpfjagdgründe antreten. Und dann kam Trumpf Rausschub, Trumpf Ass und von mir natürlich aus der langen Farbe jetzt das Ass. Ist ja auch klar, wenn ich ihm den Kreuzdrilling zutraue, dann wird er nicht zusätzlich noch die Pik 10 irgendwie bestellt in der Hand haben. Also Pik Ass rein. Ja, und jetzt wäre der Moment, wo mein Partner hätte mal überlegen sollen, was hat das da mit diesem ersten Stich zu bedeuten. Aber so wie ich die Kritik hinterher vernommen habe, war das jenseits seiner Vorstellungskraft, dass ich das Kreuz Ass jetzt haben könnte, obwohl natürlich das unsere einzige Chance überhaupt ist. Wenn der Spieler hier einen Sechstrümpfer mit 3 mit Kreuz Ass 10 an der Seite hat, dann werden wir das Spiel ja sowieso nicht gewinnen. Aber wenn er das erkennt, dass vielleicht sein Partner noch das Kreuz Ass hat und hier in 2 Kreuzstichen steht, dann sollte er jetzt natürlich nicht unbedingt Pik 10 hinterherziehen, sondern es ist eher zu vermuten, dass der Blanke, den der Alleinspieler dann noch hat, natürlich in der anderen Farbe steht. Also Herz Ass hinterher, das wäre der Weg gewesen. Herz Ass, Herz Lusche, Alleinspieler muss bedienen. 35 und jetzt in Kenntnis dieser oder in der
mit dieser korrekten Idee jetzt einen kleinen Pik raus. Ich kann hier mit dem König laufen und das wäre dann Schach und Schachmatt gewesen. Der Spieler hätte sich jetzt nicht mehr wehren können. Wenn er abschmeißt, kommt Kreuz Ass, König Pik 10 und wenn er sticht, dann mache ich jetzt schön die beiden Kreuzstiche mit den entsprechenden 14 Augen hier. In beiden Fällen kommen wir auf 64 aufwärts. Also, das war mal ein ungewöhnlicher Zug. Die komplette Spielidee schon im ersten Stich im Kopf. Der muss auf dem Drilling in Kreuz sitzen. Ganz genau, wie die Trümpfe verteilt sind, war natürlich nicht klar. Es gibt natürlich auch Konstellationen, wo diese Entscheidung gar nicht von Relevanz ist, wenn das also jetzt ein starker 7- oder gar 8-Trümpfer ist. Aber trotz alledem, für genau diese Variante die richtige Idee. Und deswegen nehmt den Zug einfach mal ins Repertoire mit auf, auch wenn ihr eben Gegenpartei seid, dass ihr das mal auf dem Schirm habt. Das blanke Ausspiel muss wirklich nicht immer schlecht sein und es kann eben auch dann noch funktionieren, wenn der Partner nicht direkt mit dem Ass raufgeht. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Freitag. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Hoffe, ihr seid am Sonntagabend wieder beim Livestream dabei und damit verabschiede ich mich mit einem Good Blood.